This video is powered by ReconCompany.com. Hallo und herzlich willkommen an den Endgeräten hier auf der SHOT Show 2024 beim Stand von Bergara. Wir haben hier einen super Kirsche uns rausgepickt, und zwar die neue B14 Crest. Ein komplettes Carbon-Setup, das ihr hier seht. Und die Besonderheit bei dieser Waffe ist ganz einfach, dass alle Komponenten in-house gefertigt werden. Wir haben hier einen Carbon-Schaft, der von Bergara in-house gefertigt wird. Wir haben einen durchgehenden Carbon-Spine, der vom Anfang bis zum Ende durchgeht, dann von der Hartschaumschicht ummantelt wird und dann nochmal das Ganze von außen mit Carbon-Laminat ummantelt wird. Die Farben, die ihr hier seht, sind in das Laminat eingearbeitet, also absolut kratzresistent und abschabsicher. Und wie ihr hier seht, haben wir auch im vorderen Bereich, der Lauf ist natürlich auch ein Carbon-Lauf, das heißt, ihr habt eine Laufachse, die im Inneren des Laufes ist, und das Ganze wird mit Carbon ummantelt. System sowieso gewohnte B14 Qualität und auch Leichtgängigkeit. Ihr habt hier ein entnehmbares Kastenmagazin in AICS Plattform. Das heißt, ihr könnt auch ein längeres oder bereits ein Magazin, das ihr bereits vielleicht in eurem Fundus habt, mitbenutzen. Das ganze Setup, so wie ihr es hier seht, hat ein Gesamtgewicht von 6,2 Pfund, also um die 3 Kilo. Also, und ihr seht schon, wenn ich das mal hier anhebe, das ist wirklich ein Fliegengewicht. Also alles, was ihr da noch draufpackt an Gewicht, ist einfach nur, erhöht das Ganze nur marginal und ist für die Jagd auf jeden Fall ein richtiger Banger. Das Ganze gibt es in folgenden Laborierungen bzw. Kalibern. Und zwar haben wir hier standardmäßig, was am meisten verbreitet ist, das 308 Winchester, 6.5 Creedmoor 22 250 Remington, 6.5 PRC, 300 Winmag und 7 PRC. Also da ist für jeden auf jeden Fall was dabei, egal ob ich auf Hochwild oder Niederwild gehe. Ja, im Großen und Ganzen macht es einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Wir sind hier, was die Qualität und Verarbeitung betrifft, auf jeden Fall in dem Bereich wie bei einem Männerstock. Also es macht hier, wir haben keine einstellbare Wangenauflage, was ein bisschen schade ist, aber natürlich auch das Preisniveau drückt. Wir haben hier eine unverbindliche Preisempfehlung von $2.099. Wie das Ganze dann preislich sich gestaltet, wenn es nach Deutschland kommt, wissen wir noch nicht. Da müsstet ihr dann bei eurem Lieferanten oder Händler nachfragen. Am vorderen Ende des Laufes seht ihr hier ein Muzzle Brake, und standardmäßig denke ich, dass wir hier ein 5,8x24 Gewinde haben, wie es bei Bergara normalerweise Standard ist. Wie alle B14-Systeme basiert auch dieses hier auf dem 700er Footprint. Das heißt, theoretisch, wenn ihr euch die Waffe zulegt, könnt ihr auch bestehende Systeme, die ihr bereits verwendet, oder natürlich von anderen Herstellern, die denselben Footprint haben, einfach einlegen und mitbenutzen. Am vorderen Ende seht ihr hier schon zwei Sling Swivels, um eventuelle dementsprechend konfigurierte Zweibeine zu montieren, oder natürlich auch euren Gewehrriemen. Dann seht ihr hier am vorderen und hinteren Bereich QD-Pockets, dass ihr auch mit der QD-Sling-Lösung arbeiten könnt. Bergara gibt auf dieses Setup bei der Crest Carbon eine Sub-MOA-Garantie, was so viel bedeutet, dass ihr auf jeden Fall unter 25 mm Streukreis auf 100 Meter bleibt. Alle Bergara-Produkte gibt es natürlich bei Leader Trading oder eurem Händler des Vertrauens. Wenn ihr selbst schon Bergara-Produkte benutzt oder Fragen über die Crest habt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, drückt die Glocke, abonniert den Kanal. Das war's von uns. Ciao, ciao. For support, also subscribe Enforce Tech TV.